Und hier mache ich mal das Planten wieder an, bevor das irgendwie, bevor ich das vergesse. Hier auch. Da wachsen aber überall schon neue. Ich verstehe gar nicht, warum die von alleine wachsen. Ich meine, ich verstehe schon, warum die von alleine wachsen. Ist auch ganz cool. Und dann machen wir das Plant ja theoretisch gar nicht anmachen. Ja, ja, ich weiß. Alles ist voll. Wäre schön, wenn wir ein bisschen Kohle übrig hätten. Iron, lalala. Hier ist Kohle, aber die bringt da auch keiner weg. Da können wir noch ein bisschen Stone wegruppen. Da oben müssen wir wahrscheinlich auch bald. Ah, die Häuser sind fertig. Mit 14. Natürlich, der Millbuhr wohnt mit 14 alleine da. Und hier haben wir einen 25-Jährigen mit einer 10-Jährigen. Alter, ich habe da einfach keine Worte. Der Hilber, Alter, der steht auf der Liste ganz oben. Ich muss ja meine Polizeistation bauen und holen sie den Hilber aber raus da. Aus seinem kleinen Folterkeller. Unfassbar, das arme Ding. 10 Jahre. Wenn die jetzt noch ein Kind kriegen, dann hau ich den. Durch den Monitor schlage ich den kaputt. Ah, jetzt sogar 11 und noch nicht schwanger. Kaum zu glauben. Ein Rekord für Stuckenborst. Entschuldigung. Alter, wie viele Loks wir hier haben. Da müssten wir echt noch in den Steinbruch Leute schicken und dann haben wir eigentlich auch kein Ressourcenproblem mehr großartig. Hier, die 4 Bilder können wir wegmachen. Müsste ich echt noch welche in den Steinbruch schicken. So auf Dauer. 420 haben wir da jetzt. Aber ich glaube, wir brauchen trotzdem noch ein bisschen mehr. Feuerholz 26. Sind schon alt und riechen ranzig. Feuerholz 104. Das sage ich dir. Die liegen hier. Feuerholz genau 1. Und das ist meins. Also lass es liegen. So, 420, die lasse ich auch erstmal da drin. Bei Not können wir die ja rausholen, aber ich achte erstmal drauf, dass wir genug Feuerholz kriegen. Und dann, ich hoffe, das können wir traden. Ich hoffe, die Kommentare stimmen. Wenn nicht, muss ich leider wild um mich schlagen. Ja, ja, ich weiß, die Lagerhäuser sind alle voll. 99, 97, Alter, wir haben so viel Fressen. Es ist ein Fest, hier zu leben. 100% voll. Ich kann gar nicht so viel kotzen, wie ich fressen möchte. Ne, haben wir den Spruch mal umgedreht. Ach so, es ist Early Spring. Hua! Die Zeit rennt mir davon. So, ab auf die Felder, Freunde. Wir brauchen dringend Essen. So, da haben wir jetzt 19 Kohle immerhin. Das ist ja schon mal was. Da liegt auch noch ein bisschen Kohle, die keiner abholt. Dim-di-lim. Ich könnte noch ein Lagerhaus bauen. Dann wird es aber irgendwann lächerlich. Aber ich will die Felder immer nicht so, weißt du? Ich will die auch bewirten und ich will das alles einsammeln, aber ich tue mich schwer damit, ein Feld auszuschalten oder mal zu sagen, nein, weil wir leben hier halt im Überfluss, aber das ist besser als im Unterfluss zu leben oder im Ausfluss, immer im Durchfluss. Jeder andere Fluss ist nicht so gut wie Überfluss, außer natürlich ein Fluss mit Frischwasser. So, Feuerholz, Stichwort, ja, 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 ist ja gut, ich weiß es doch. Hier haben wir kein Feuerholz, aber 27 Kohle ist schon mal sehr gut. Die benutzen ja auch Kohle, die Drecksäcke, nicht nur Feuerholz, was aber gut ist, dadurch haben wir hier mehr Feuerholz übrig. 160. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr hinterher mit dem, wir haben so viele Loks da auch. Und als nächstes versuchen wir mal, wir versuchen die Mine zu bevölkern, hier natürlich, 96%, oh weia. Und als nächstes aber auch mal den Steinbruch zu bevölkern, dass wir da so ein bisschen Steine rauskriegen. Stone Limit 200, lächerlich. Wie viele Stones haben wir denn? 56, ist ja nicht so viel. 339 Loks. 7 Firewood, 8 Firewood, naja. So, Steel Tools haben wir 12, das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir kriegen jetzt Stahltools, wir kriegen Educated People aus der Schule, 5 Studenten haben wir gerade. Und ich fürchte, ich brauche noch ein paar neue Häuser, beziehungsweise fürchte ist gut. Eigentlich ist es ja sehr gut. So, dahin und dahin.
Machen wir erstmal zwei und dann mache ich hier natürlich auch die Stein... Uah, nicht Steinhaus. Ich muss ja auch mal alle aufwerten übrigens. Dann brauche ich auch nicht mehr so viel Firewood, wenn ich ja mal alle ein bisschen aufwerten würde. Übrigens auf Steinhaus. Warte, ich lese mal ganz kurz, das ist so klein. Jo, hat mehr Wärme. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. So. Firewood, 420. Können wir uns irgendwas leisten, was der hat? Wir können... Pier Roots Pumpkins. Pumpkins können wir natürlich auch anbauen, theoretisch. Die könnte man theoretisch mal eintauschen. Pumpkin. 100. Machen wir mal 100 Berries, oder? Wir hatten ja auf seinem Kutter dabei. Muss ja ein Riesenschiff sein. So, mehr als... Ach, der hat nur 500 dabei. Dann nehme ich mal 500. Und Pier? Komm, nehmen wir auch mal 500. Was soll's? Dann können wir das vielleicht irgendwie anpflanzen oder so. Pumpkin und Pier. Korn. So, Korn und Berries sind wir los. Haben wir getradet und dafür haben wir jetzt... Wo ist denn das Zeug hin? Inventory. Das müsste doch jetzt eigentlich hier sein. Hä? Berries und Korn, haben wir noch 500? Aber wir haben noch getradet. Junge, wo ist mein Scheiß? Wie, no citizens? Alter, da fehlt ein Trader. Wo ist der hin? Wo ist mein Scheiß, den ich gekauft habe? Kirschen hätte ich gerne. Und sonst? Wheat hätte ich auch gerne. Also Weizen. Squash, Plum, Pflaumen wäre natürlich auch ganz gut. Peaches. Ja, Aprikosen können wir auch mal machen. So, Chicken ist natürlich Hühnerfleisch, das brauchen wir nicht. Ich hätte gern echte Hühner. Äpfel. So, every visit machen wir mal. Bis wir alles zusammen haben. Oder 1, 2, 3, 4. Machen wir vielleicht just once. So, ach guck mal, die Rehe gehen da einfach. Was machen? Suizid! Und dann aber durchs Schiff schwimmen. Natürlich, das machen die Rehe so. Okay, die Frage ist, haben wir das jetzt alles hier irgendwo? Wo sind denn die Sachen jetzt, die wir gekauft haben? Das wäre natürlich scheiße, wenn die jetzt einfach weg sind, weil da gerade kein Arbeiter war oder sowas. Das wäre natürlich mega Atze. Das kann ja nicht sein, dass wir traden und dann ist einfach alles weg. Firewood haben wir drin, Berries and Corn. Desired 500, Count 0. Die sind also raus. Purchase Orders, lalala, Inventory. Die müssten theoretisch, hier, Pier, die müssten... Ach, Count 500, da sind sie ja. Die sei hat 0, aber Count 500, okay. Die liegen da jetzt also, das heißt, wir können da jetzt auch mit traden. Oder aber wir können die eventuell anbauen, das wäre natürlich super. Pepper und Korn. Pepper und Korn, Walnut. Die Walnut. Jetzt, was wir gekauft haben, müssen wir es wahrscheinlich aus dem Lagerhaus rauskriegen, irgendwie in unsere Lagerhäuser rein. Eieiei, in unsere völlig überfüllten Lagerhäuser rein. Uiuiui, vielleicht mache ich mir hier doch noch eins hin, ich weiß es nicht. Wie sieht's aus mit dem Förster hier? Der baut eh bis dahin, da können wir hier theoretisch noch ein Lagerhaus dran schwurbeln. Ich guck mal ganz kurz, wo ist denn hier, Cemetery, das ist die Kirche, die können wir hier leider sowieso nicht hinbauen.
Die bräuchte hier dann so viel Platz, eine Kirche. Könnte ich theoretisch hier hinbauen, ne? Ich glaube, ich mach das mal. Ich habe damit nämlich was vor. 130 Steine. 50 Holz. So, ich baue jetzt mal eine Kirche. Ich habe da ja was vor, das wisst ihr ja. Und da werdet ihr sehen, was es ist. Und ihr werdet sagen, uiuiuiui. Das sieht ja scheiße aus. Und dafür hast du so viel Zeit gebraucht mit voller Kackbuden. So, hier ist eh alles voll. Und dafür baue ich das nächste Lagerhaus. Weil ich so gierig bin und nie genug kriege, baue ich das nächste Lagerhaus mal dahin. Dann haben wir die hier, naja, dann haben wir die hier alle zwar, ist auch egal. Die verteilen sich dann hier so ein bisschen und die anderen Sachen lasse ich dann so lange da hinten drin. So, ich hole mal die Leute hier aus der Mine raus und mache mal lieber ein paar Arbeiter. Auch wenn wir dadurch jetzt nicht mehr Kohle kriegen, aber wir haben ja ein bisschen Kohlevorrat, haben wir 24... Wir schicken da wieder ein paar rein. Das ist immer noch er, ne? Ja, das ist immer noch er. Wie heißt der? Malotte? Hast du Malotte? Pier, null! Was? Wo sind die hin? Desired. Ach, weil die nicht Desired sind, sind die schon weggeräumt. Pier, 500. Oh, weh. Und ich kann hier immer noch nichts anderes anbauen, oder was? Ich kann hier einfach nichts anderes... Ich habe hier Pier gekauft, ich habe extra Zeug gekauft... Und kann nichts anderes anbauen. Das ist doch eine Katastrophe. Pepper und Korn. Leck mich mit deinem Pepper und Korn. Ich will Pier. Was hatte ich noch gekauft eigentlich? Berries müsste man eigentlich auch anbauen können. Theoretisch. Oder Onions. So ein Zwiebelfeld. Müsste ja theoretisch gehen. Mushrooms, weiß ich nicht. Ist da noch... Ach, da kommt er mit der Schubkarre. Ist working. Ah, ja, gut. Ist ein Trader. Ach, das ist der Trader. Okay, 20 Jahre Trader. Ist glücklich mit seinem Job. Das ist schon mal super. Und da schiebt er gerade den Krams bei uns ins Lagerhaus. Auf der Steinstraße geht es ein bisschen schneller. So, was kommt da rein? Pumpkins. Okay, Pumpkins müssen aber gehen. Sonst haue ich irgendjemanden. Es geht einfach nicht. Warum nicht? Warum kann ich denn keine Pumpkins bauen? Das kann doch gar nicht sein. Ich muss doch das Feld einmal mal wechseln können. Pepper und Korn? Aber ich kaufe den Scheiß doch ein. Das muss doch irgendwie gehen. Das ist mir ein Rätsel gerade, ehrlich gesagt. Jetzt kommen die Einwohner und fressen mir das alles raus. 491, da verschwindet schon alles. Pia, 493, alle schon am Wegfressen. Aber ich würde das gerne einpflanzen, ich würde das gerne anbauen. Wieso geht das denn nicht? Das verstehe ich nicht. Cut down all the trees, warum? Achso. Mist. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Muss ja irgendwie draufklicken und die aktivieren zum Anbau oder irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gern ein Kürbisfeld nämlich gemacht, aber der lässt mich irgendwie nicht so. Schade. So, 4 von 12 Arbeitern. Was machen die eigentlich? Bauen die da oben... Ach, die bauen die Kirche, glaube ich, da oben. Ne, nicht mal das. Was machen die Arbeiter? Die lümmeln doch nur rum. Null von 50, 0 von 3. Was machen die denn hier die ganze Zeit? Das faule, elende Pack. Ich verlasse mich ja mal drauf, dass sie was geschissen kriegen, weißt du?
So. Ja, ja, nicht wundern, nicht wundern. Wie gesagt, ich habe da ja was vor. Das ärgert mich immer noch, dass es nicht geht. Da werde ich gleich wieder ein bisschen stiller, merkst du, ne? Ich frage mich, wann wir dann Tiere kaufen. Was passiert, wenn wir die... Können wir die dann nicht... Können wir die überhaupt halten? Weil es gibt ja keine einzelnen Samen oder so, ne? Roots kann man natürlich... Hat er da 500 Vorräte, das ist super. Ach, 500 Korn haben wir schon wieder. 227 Berries. Wie viel Firewood haben wir eigentlich inzwischen? Nur mal so geguckt. 318, na super. Und hier haben wir 145. Das heißt, wir haben genug Holz für die ganzen Leute. Können uns also hier noch ein bisschen abknapsen. Und zwar, ich mach da mal 700 erstmal. Ich hoffe, das funktioniert. Wir brauchen bestimmt zwei Tiere für die Zucht, weil eine Kuh alleine kann sie nicht selbst befruchten. Und wenn, dann sehe ich es bestimmt sehr ulkig aus. Würde ich gerne sehen, aber bitte aus sicherer Entfernung. Befruchtete Kühe. Warum denn die Mühe? Okay. Jetzt muss ich mal... Hier baue ich mit den Häusern rein, deswegen hatte ich überlegt, ob ich das Ding vielleicht da unten hinbaue. Dann würde sich der Radius flupp einen nach unten verschieben. Hier auch. Und dann hätten wir hier unten mehr Feld, was sich dann hier mit beißen würde. Aber ist ja egal. So, wir dürfen nicht zu weit nach links bauen. Ich glaube, das reicht jetzt auch schon mal. Hier mache ich dann ein Waldgebiet. So naturschutzmäßig. Wow, 656 Loks fliegen da schon rum. Das ist natürlich toll, wenn man vier Arbeiter hat, die einfach nichts tun. Sonst baue ich ja gerade nichts, außer das Lagerhaus und das andere Ding da oben. Wieso, warum, wo sind die alle? Faules Pack einfach nur, faules Pack. So, der fährt wieder mit dem Karren da durch die Gegend, der holt wahrscheinlich Feuerholz. Was los? Stone is low, okay. Low, 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 low. Ist J-Lo oder was? Collect Stone? Collecten wir den Stone mal. Haben wir da noch Stone? Ist das Stone? Da ist auch noch Stone. So, und hier hat man noch... Ne, hier war Iron, ne? Da müssten wir aber auch mal diesen Stone... Nochmal gucken, wo wir hier noch wegcollecten müssen. Oh. Oh. So, 4 von 8 Arbeitern haben wir eh. Alter, hier liegt auch noch Stone rum. Warum liegt da Stone rum? So, den anderen Stone möchte ich liegen lassen, weil er einfach gut aussieht. So, essenstechnisch. Pumpkin, 374. Ich freue mich, dass es euch gut schmeckt, Freunde. Pia, 385. Das ist natürlich super. Mann, wie ärgerlich. Nein, jetzt haben wir das wirklich abgeholzt. Okay, warte. Pause. Geht nicht. Okay. Haben sie alles abgeholzt, das ganze Walnussding. Na gut, wir haben eh Nahrungsüberproduktion momentan. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber vielleicht können wir hier mal... Wir können das ja auch nicht wechseln. Wir können einfach nur mal alles neu anbauen. Haben wir schönes Walnussholz. Ist ja auch edel. Walnussholz kann man auf jeden Fall mal machen. voll, 99% voll. Ja, und wir sind fast am Limit mit dem Nahrungsding. Hier kann ich einfach nichts anderes. Müssen wir nächstes Jahr wahrscheinlich neu anpflanzen. Dann haben wir jetzt Walnuss, haben wir ein paar Jahre Ausfall, wie es aussieht. Ich wünschte, ich könnte was anderes hinpflanzen. Aber irgendwie... scheint er mich nicht zu lassen.